Und willkommen zu einem neuen Video, dem ersten Video in 2021. Frohes neues Jahr euch allen noch. Ich hoffe, ihr seid trotz Corona gut reingekommen. Ja, heute bin ich im Windpark Einöllen. Das ist auch hier bei mir in der Heimat in Rheinland-Pfalz. Hier entstehen drei Anlagen, drei sehr große Anlagen. 3G General Electric 5.3 158. Das werden echt so die größten Anlagen hier in der Region. Das werden echt richtige Monster. 5.3 Megawatt, 161 Meter Nabenhöhe. Betreiber ist Abowind. Ja, die Türme stehen bereits schon. Die Betontürme. Der unterste Teil des Hybridturms. Hier sind zwei Stück. Und der dritte ist hier vorne. Ja, der Komponententransport hat bereits schon begonnen. Ich sehe, hier liegen schon einige Teile. Kran scheint auch im Aufbau zu sein. Ja, hier liegen schon Turmteile. Und die hinteren Teile der Flügel, so wie es aussieht. Die Flügel von den neuen G-Anlagen sind ja zweigeteilt. Und das hier scheinen jetzt die hintersten Teile zu sein. Sehr interessant. Ja, der Komponententransport soll, glaube ich, bis Februar noch gehen. Da gibt es ja echt einige Teile zu transportieren. Und dann, ja, im Frühjahr soll es dann erst so richtig mit dem Aufbau der Anlagen losgehen. Hinten sind auch noch so ein paar lahme E70. Naja, ich werde jetzt mal zu der Baustelle hinlaufen und mal gucken, was es dazu so zu entdecken gibt. So, ich bin jetzt hier noch bei den benachbarten Anlagen im benachbarten Windpark. Im Windpark Rossbach. Hier stehen zwei brandneue Vestas V117 von 2020. Hier ist eine und da hinten, bisschen im Nebel versteckt, ist die andere. 140 Meter Nabenhöhe nehme ich an. 3,45 Megawatt. Das sind auch die ersten V117, die ich sehe. Ja, und die habe ich damals, als ich im Sommer im Windpark Jettenbach war, bei der EP3-Baustelle, habe ich die Anlagen hier beim Aufbau beobachtet und habe mich gefragt, wo die wohl aufgebaut werden. Ja, und jetzt weiß ich's. Betreiber sind die Pfalzwerke. Ja, ist auch meine erste V117, die ich sehe. Was ich kurios finde, ist, dass die Flügel sich so zum Spinner hin verjüngen. Das ist noch so ein Absatz. Sieht so ein bisschen aus wie bei den Modellwindrädern, wo man die Flügel in den Spinner reinsteckt. Keine Ahnung, warum das so ist. In anderen Vestas-Anlagen habe ich das noch nie gesehen. Ja, hier auf den Flügeln liegt dann noch Schnee. Muss ich ein bisschen aufpassen mit Eisschlag. Aber geil sieht's aus, wenn sie sich so schön gemächlich dreht. Ja, die Anlagen sind jetzt schon echt riesig, aber wenn ich mir vorstelle, dass die, wie riesig die G-Anlagen werden, ist schon echt der Hammer. Ja, hier hinten ist dann irgendwo Jettenbach mit der E138 EP3. Wie man sieht, ist es leider extrem neblig. Da sieht man heute leider nichts. Ansonsten bei gutem Wetter würde man sie wahrscheinlich sehen. Naja. So, ich stehe jetzt hier am Turm von Anlage 2. Da ist er. Ja, der Turm kommt mir sehr bekannt vor. Also ich schätze mal, dass das auch Max-Bögel-Türme sind. Der sieht nämlich fast genauso aus wie der Turm von den EP3, E138, die ich in Biederbach und im Windpark Hohenlohen gefilmt habe. Nur, dass hier jetzt die grüne Markierung fehlt, aber ich denke, dass das der gleiche Turm ist. Der hat ja auch 160 Meter.
Aber schon beeindruckend. Der ist relativ schmal unten an der Basis. Schon krass, dass da so eine fette Anlage drauf kommt. Ja, hier hinten nochmal die andere Baustelle. Da werde ich dann gleich hinlaufen. Und ja, da hinten nochmal. Der andere Turm liegt ein bisschen niedriger. Doch im Wald. Hinten sind 4,70. Die scheinen auch zu Einölen zu gehören. Das wird echt krass. Also, wenn man dann die kleinen E70 neben den G sieht, das wird echt der Hammer. Bin ich echt gespannt. Ja, und hier hinten sind dann die Vestas-Anlagen. Hier ist eine links vom Treckhügel. Und da drüben ist die andere, wo ich gerade eben war. Ja, dann werde ich mal zur Baustelle da hinten laufen. Da gibt es nämlich was Spannenderes zu sehen. So, hier gibt es nochmal eine kleine Infotafel mit ein paar technischen Daten. Die Daten der Anlage kennt ihr ja schon. 3G 5.358, Nabenhöhe 161 Meter, Rotordurchmesser 158, Gesamthöhe ca. 240. Stahlrohr-Beton-Hybridturm. Höhe Stahlturm, Höhe Beton-Fertigteile 82 Meter, Höhe Stahlrohrturm 77 Meter. Ja, Bauherr ist wie gesagt die Abowind GmbH, ich glaube mit Sitz in Wiesbaden. Ja, die haben in Rheinland-Pfalz und ja, Hessen haben die einige Windparks errichtet. Hier nochmal ein schönes Bild rüber zu den Türmen. Und ja, das ist die andere Baustelle. Da laufe ich jetzt mal hin. So, ich stehe jetzt hier an der Baustelle von Anlage 1. Dort, wo schon die ersten Komponenten angeliefert wurden. Turmteile sind alle da. Das sind hier die beiden. Ich schätze, dass das Turmteil mit der orangen Folie das erste ist. Das zweite liegt dann hier hinterm Turm. Und das dritte, das hier ist das kleinste. Ja, hier rechts liegen die Blattstümpfe für die Rotorblätter. Seit neuestem werden die Rotorblätter von Gia geteilt. Das Witzige ist nur, dass die in der Mitte geteilt werden. Von Enercon zum Beispiel kennt man es ja, dass die Rotorblattstümpfe relativ kurz sind. Und das längste Teil ist dann das hintere Teil des Blattes. Und hier sind sie komplett in der Mitte geteilt. Interessant. Muss ich gleich mal von der anderen Seite filmen, wie das aussieht. Ja, der Kran befindet sich auch im Aufbau. Ja, die Baustelle ist heute relativ leer. Heute ist Samstag, da wird heute nichts passieren. Die haben wahrscheinlich auch noch frei nach Neujahr. Aber ich schätze mal, dass es dann am Montag hier weitergeht mit dem Aufbau des Krans. Und dann ja, wird es hier bald losgehen mit dem Aufbau des Turms. Ja, Maschinenhaus ist leider noch nicht da. Da hätte ich mich eigentlich drüber gefreut, das Maschinenhaus mal von nahem zu sehen. Den Prototyp der Anlage habe ich auch schon mal in den Niederlanden gefilmt, im Windtestfeld Wieringer Meer. Video dazu gibt es auf meinem Kanal. Da könnt ihr euch mal das Maschinenhaus anschauen. Das ist nämlich ein riesiger Kasten. Ja, als ich damals dort war, wurde die Anlage auch gerade demontiert oder das Getriebe wurde getauscht. Irgendwas war da. Da habe ich sie leider auch nicht in voller Größe gesehen.
Aber wenn es euch interessiert, schaut euch das Video mal an, dann kriegt ihr schon mal einen ersten Eindruck. Ja, leider kann ich hier jetzt nicht näher ran. Hier ist alles alarmgesichert und ich habe auch keinen Bock auf Stress. Deshalb ja, schaue ich es mir jetzt von hier an. Das reicht ja auch. So, hier hat man jetzt nochmal einen guten Blick auf die Rotorblätter, beziehungsweise die Rotorblattstümpfe. Hier auch nochmal diese Kante für die bessere Aerodynamik. Kennt man ja auch von den Enercon-Blättern für die neue EP5. Die werden ja auch für von LM Windpower produziert. Gehört ja zu G. Die sehen fast genauso aus. Hier nochmal die Stahlturmsegmente. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier der längere Teil des Rotorblatts ist. Also dass nur noch die Flügelspitze fehlt quasi. Von Enercon kennt man es ja, dass die Flügel, die Rotorblattstümpfe, die quasi ja, vorne an der Narbe dran sind, die kürzeren Teile des Rotorblatts sind und der längere Teil ist dann der zweite Teil. Interessant. Ja, ich gucke mal, ob ich von hinten noch in die Rotorblätter reingucken kann. So, hier hat man nochmal ein bisschen besseren Blick auf die Rotorblätter. Das ist leider ein Dreckhaufen davor. Aber hier sieht man schön diese Kanten für die bessere Aerodynamik, schätze ich mal. Ja, drei Rotorstümpfe sind jetzt alle schon da. Aber ich vermute, dass das hier der längste Teil des Rotorblatts ist. Die Rotorblätter sind nämlich da geteilt, wo der erste rote Streifen ist. Dann ist der zweite Teil des Rotorblatts nur noch die Rotorspitze, die noch fehlt. Ja, bei Enercon, von Enercon kennt man es ja, dass der vordere Teil der Rotorstumpf der kürzere ist und dann der hintere Teil des Rotorblatts ist etwas länger. Interessant. So, hier sieht man jetzt nochmal schön die Rotorblätter aus der anderen Richtung. Hier sieht man jetzt auch schön, wo sie geteilt sind. Hier kommt dann quasi die Spitze der Rotorblätter dran. Also jetzt doch nochmal ein Stück weiß und dann die rote Spitze. Sieht auch ulkig aus. Das ist echt nicht so... echt nicht so dick. Relativ dünnes Material hier. Sieht man nochmal schön die Zackenbänder. Ah, die Rotorblätter sind jetzt echt schon lang. Würde mich echt mal interessieren, wie lang die jetzt schon sind. Und wie lang dann die rote Spitze ist. Ja, hier dann nochmal die Vestas-Anlagen und hier drüben die anderen beiden Türme. Anlage 2 und Anlage 3. Hinten haben sie so eine kleine Baustelle noch eingerichtet, wo die Container sind und ja, so die Offices. Ja, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wie es mit dem Bau der Anlagen hier weitergeht, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich werde auf jeden Fall vom Bau der Anlagen berichten. Ja, ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn ich beim nächsten Mal hierher komme. Dann haben sie den Kran wahrscheinlich schon aufgebaut und ja, die Anlage steht wahrscheinlich auch schon zur Hälfte. Komponententransport geht ja weiter in den nächsten Wochen. Ja, dann war es das hier aus dem Windpark Einöllen. Dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Lasst euch gut gehen bis dahin und bis bald.